Moin Leute, Marc hier von Tod und Teufel, heute im wunderschönen Mannheim. Und zwar ist heute das Massaker in Mannheim. Guck mal hier. Richtig schick. Mit Sydra, mit Mortus. Alter. Mors ex mundi. Mors ex mundi. Ich wusste, dass ich irgendwas unscrewed das. Habe ich das richtig? Das richtig? Ja, guck mal, den ich dachte, ich verhau den habe ich richtig gemacht. Ja, genau. Er hat so viel Schiss gehabt, aber es hat funktioniert. Aber habe ich hingekriegt, ne? Ja, super. Ja, aber dafür habe ich den anderen Frauen. Irgendwann verhaue ich doch immer, ist doch immer das Gleiche. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Wir machen auch gleich noch ein paar Interviews. Dann zeigen wir euch noch ein paar Ausschnitte. Und ja, jetzt ist gerade noch Aufbau, jetzt ist langweilig. Und im Backstage dürft ihr nicht. Bis dann. Hier ist Screw Death aus Beinersheim. Der nächste Song heißt The Death Remains Within. So, liebe Freunde, jetzt nach dem Auftritt direkt nur für euch von Tod und Teufel haben wir Screwdress hier. Hi, wie geht's euch? Sehr gut. Und dir? Eurer Musik geht's mir gut. Perfekt, danke. Wie hat's euch gefallen? Ganz gut. Heute war ein bisschen der Wurm drin, aber das kriegen wir beim nächsten Mal wieder besser hin, denke ich mal. Oh, ich fand das ganz gut. Also, ich habe gemerkt, ihr habt euch einmal verspielt, aber das habt ihr sehr, sehr gut hingekriegt. Das ist ja auch live und deswegen ist es auch geil, genau, wenn man oder? Ganz ehrlich ist, ne? Muss ja einfach weitermachen. Ja, einfach weiterspielen. Was sagt ihr, was war heute das beste Stück von euch? Wo sind die Leute mit am meisten mitgegangen? Ich würde sagen Master, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Master geht immer. So, ja. Das geht eigentlich immer. War ja Cover von Metallica. Metallica. Und ah, guck mal, da haben wir den Mercher hier hinter der Kamera. Soll er mit nach vorne kommen? Soll er mit nach vorne? Ja, komm hier, du wirst mit dazugeholt. Ja, komm, okay. Der Mann will alles bewegen. So, was sagst du zum Auftritt deiner Jungs? Ja, er hätte ein bisschen besser sein können vom Mitmachen, aber der Rest war okay.
Ah ja, guck mal. Hier an die Crowd. Das habe ich aber nicht gesagt. Da bin ich raus. Wo sieht man euch als nächstes? Was ich sage, muss akzeptiert werden. Jetzt schön weitermachen. Merch hat gesprochen, da hält man die Klappe. Wo sieht man euch als nächstes live? Ich habe es vorhin gerade gehört. Ich glaube am 25.01. in Freiburg. Das wäre jetzt das nächste. Und ansonsten, denke ich, verschwinden wir erstmal wieder in unserem Home-Studio. Nehmen wir das zweite Album auf und dann gucken wir mal weiter. Schon draußen, ja. Fleißig proben und mal gucken, was so das nächste Jahr bringt. Ich denke, das wäre dann jetzt erstmal so die nächste Anlaufstelle. Ihr anderen seid so ruhig. Sag doch mal irgendwas zum Auftritt. Kommt schon. Bisschen Interaction hier. Ich muss Mikro her. Ja, genau. Nimm dein Riesenmikro. Jetzt hier er. Ja, servus, ich bin der Max, neuer Bassist von Screwed Death. Also, mir hat es riesen Spaß gemacht auf jeden Fall. Also, Puppets, einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall. Also, habe auch Cliff Burton als Vorbild, was es angeht. Deswegen habe ich da mal richtig Gas gegeben auf jeden Fall. Ja, so viel zu mir erstmal. Sven, will ich nur was sagen? Na jo. Also, unseren Auftritt fand ich eigentlich auch gut, bloß halt ein paar Fehler. Aber, nächstes Mal wird besser. Oh, ist gut gedeichelt. Gut gedeichselt, ne? Ja, über den, ja, also als ich hier ankam, ich fange mal von vorne an. Location ist sehr, sehr geil, die Location. Also schöner Style auf jeden Fall. Richtig gut. Ja, Anfang war ein bisschen schwer bei uns. Dann haben wir uns aber irgendwann gegen Ende reingefunden. Und dann, ja, aber mit einem guten Ende gegangen. Also war geil. Ja. Und jetzt guckt euch... Als nie, ne? Und jetzt guckt euch... Die anderen Bands an? Okay. Ja, immer. Ja, immer supporten. Also, das Wichtigste eigentlich. Kuckuck. We'll be right back.
wir sind jetzt hier mit der Band Zündra. Ihr seid gerade aufgetreten in Mannheim. Wie hat es euch gefallen? War ziemlich geil, aber Zydra heißen wir. Wow. Okay, dann sag nochmal bitte. Zydra. Ja. Okay, das ist mein dritter Fehler heute. Egal, das gehört dazu. Ich habe schon so viel Cola getrunken, darf man mir das verzeihen. Du hast so viel Cola trinken, nice. Ja, Cola macht... Ich bin nicht Cola-süchtig. Das sagt meine Frau auch. Ich auch nicht. Wirklich? Das ist gut. Spaß beiseite. Was hat euch heute am besten gefallen? Ich weiß nicht, war es das Essen? Nein, Spaß beiseite. Das Essen, ja, okay. Ahnung, uns ist das Essen immer relativ heilig, so, keine Ahnung, wir essen gerne, deswegen, nee. Es hat übel viel Spaß gemacht, es ist super auf so einer riesigen Bühne zu spielen, das ist nicht alltäglich, vor allem mit so einer riesigen Anlage. Und wenn da noch ein paar Leute zugucken und ein bisschen feiern, hey, ganz ehrlich, das ist das Größte, was es gibt für uns. Und man muss dazu sagen, wir kümmern uns immer besonders ums Essen, weil manche Bassisten dann vielleicht ein bisschen besser gelaunt sind und dann macht auch der Auftritt mehr Spaß. Also an alle Veranstalter da draußen, wenn ihr die Jungs bucht, Catering ist das Zauberwort. Und vor allem für ihn. Was isst du am liebsten? Tatsächlich ist es Pizza, komischerweise. Das ist so, das kam dann immer wieder mehr so. Es gab bei der Venue mal Pizza, es gab da mal Pizza. Wir haben uns auch vorher noch eine Pizza geholt, weil wir einfach verfressen sind auch. Deswegen, ja. Oh, der Drummer ist hier. Wie hat es dir heute gefallen? War gut. War gut? War heiß. Heiß. Anstrengend. Hat dir auch das Catering gefallen? Göttlich. Ja. Also. Die Jungs essen gerne, man merkt's. Ja. Wie viele Alben habt ihr draußen, Jungs? Zwei Alben sind bereits draußen. Das dritte ist in der Pipeline. Wir haben jetzt angefangen, intensiv wieder neuen Material zu schreiben. Ich glaube, vier Lieder sind schon so einigermaßen fertig. Es geht steil bergauf und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder zu unserem Freund Chris Brandes ins Studio können. Dann gibt es wieder Döner, also wir sind schon wieder bei der Essen. Ihr merkt, hier dreht sich alles ums Metal und nie ums Essen. Wann sieht man euch das nächste Mal live und wo? Nächste Woche tatsächlich schon in Emding beim U-Rock. Das machen wir auch normalerweise im Festival. Und die haben jetzt Jubiläum, 10 Jahre. Lohnt sich extrem. Karte für beide Abende, 20 Euro. Wird geil. Und danach, wer Bock hat, nach Amsterdam mitzukommen, da sind wir im Dezember. Haben wir auch Bock. Da geht es dann auch ums Essen. Oder ums Dessert. Ja, ums Dessert, ja. Um den Kaffee. So, auch nochmal hier schöne Grüße an Marcel, ne? Du hast die bald im Interview. Er hat nämlich schon mit euch geschrieben, habe ich gehört. Ja, das heißt, ihr seht die Jungs bald nochmal richtig bei uns. We'll be right back.
So, zum krönenden Abschluss haben wir jetzt nochmal Mos Ex Mundi, richtig ausgesprochen? Ja, Mos Ex Mundi. Die erste richtige sauber. Band heute, und das zum Abschluss. Wie hat euch der Auftritt gefallen? Das freut mich, also hat uns gut gefallen heute. War eine sehr nice Location. Sound war entsprechend auch gut auf der Bühne. Es ist immer gut, wenn man nicht so arg kämpfen muss und so. Publikum ist abgegangen, also wir sind zufrieden. Also ihr kommt gerne wieder? Ja. Auf jeden Fall, ja. Wie hat's dir gefallen? Du hast doch gar nichts gesagt. Und du redest doch so gern. Ja, ja. Was war deine Frage? Ich hab dir gefragt, wie es dir gefallen hat. Hat mir super gefallen. Das ist super cool. Cool, Mann. Cool. Und was macht er jetzt noch, außer Bier trinken? Ich werde jetzt gemütlich noch ein Bierchen trinken. Dann ist erstmal Loading gesagt, Zeug ins Auto packen. Gucken, ob wir hier noch was trinken, wie lange es noch geht. Und denk mal, spätestens, wenn wir zurück daheim sind, gibt es noch ein Bierchen. Hört sich gut an. Proberaum-Absacker. Proberaum-Absacker. Oh ja, der wird lang. Ja. Ich sehe das schon kommen. Wo sieht man euch das nächste Mal? Und wann? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jetzt stehen keine Konzerte vor. Das war jetzt der letzte dieses Jahr, glaube ich. Hoffentlich mal wieder. Ja, also bis dato für den Rest von 2024 haben wir jetzt nichts geplant. Außer es wird sich noch spontan was ergeben. Ansonsten geht es, glaube ich, wieder ab Ende Januar, Februar weiter. Und wo seid ihr da? Wir haben noch ein paar Sachen in Klärung, wo nicht ganz fix ist. Voraussichtlich geht es ab Ende Januar Karlsruhe Gegend wieder weiter bei uns. Es kommen immer mehr Leute hier dazu, Jungs und Mädels. Gleich haben wir sie alle voll. Ich glaube noch dran. Sag mal hallo. Hallo. Ich bin Mortario, der Schlagzeuger von Mos Ex Mundi. Wie hat es dir gefallen? Ja, klar. Ja, war cool. Wie immer, ja. Geil. Hört sich gut an. Also ich glaube, die Jungs sind glücklich. Ich freue mich immer, wenn ich Möglichkeit zum Spielen habe. Ja. Ihr seid auch gut abgegangen. Also war egal, geil. Egal, ob 10 Leute gibt oder 100 Leute. Bei mir ist immer gleich. Das muss ich mir merken mit der Bierflasche. Das gefällt mir irgendwie. Es passt einfach. Ja, ist irgendwie. Man muss aufpassen, dass man das Mikro nicht verschluckt, aber sonst ist es. Wenn man immer die ganze Zeit Lust hat, ne? Ja, dann würde ich sagen, das war's heute. Die drei, die letzten, ihr verabschieden sich jetzt, wie ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal bei Toto Teufel. Haut rein und hört Mos Ex Mundi.